Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und heute haben wir unser bevorstehendes Q&A-Video bzw. einfach nur Frage-Antwort-Video, was jetzt eigentlich nur einen Tag lang offen war und aus dem Grund einfach, weil wir jetzt denke ich schon 12 Fragen haben und gleich am Anfang jetzt eine mit etwas mehreren Fragen drin, wo ich einfach denke, das ist erstmal genug für so ein normales Video, in dem ich mich eigentlich nur vor die Kamera setze. Gleich vorweg nochmal Entschuldigung für mein entstelltes Aussehen, aber kann man sich leider nicht aussuchen, wann die lieben Freunde Pickel kommen. Da kann man leider nichts machen, das ist einmal so, weißt du wie es ist. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage und ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, mache ich jetzt mit der Antwort. Runde, was? Egal, fangen wir einfach an. Und die erste Frage kommt dann auch schon direkt von meinem lieben Zuschauer, hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört, aber von Larion, Enerdil, keine Ahnung, wie man das jetzt genau, ich habe glaube ich jetzt dreimal gleich ausgesprochen. Ich sage einfach Larion, egal wie er denn genau betont haben will und der Larion guckt ja schon ewig meine Videos, ich glaube seitdem ich halt YouTube-Videos mache, ich glaube 50 Abonnenten oder 30 vielleicht. Auf jeden Fall fragt er, was willst du nach der Schule machen, welchen Beruf strebst du an, machst du mal wieder Omegle? Hat sie, du weißt schon wen, sich schon mal oder sich doch noch gemeldet. Was hast du sonst in deiner Freizeit außer YouTube? Ach, was hast du vor, wollte ich sagen. Was machst du außer YouTube? Ja, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach der Reihe nach, durch und ich würde sagen, ja, nach der Schule, was mache ich nach der Schule? Nach der Schule wollte ich eigentlich so Tontechniker irgendwas in der Art machen, weil das kann ich eigentlich ziemlich gut und mache das ja auch eigentlich jeden Tag. Beziehungsweise, das ist eigentlich gleich auch die Freizeitbeschäftigung, dass ich öfters mal irgendwas mit Musik zu tun habe. Ob ich die jetzt selber irgendwie als DJ versuche zusammenzuschnibbeln oder irgendeinen Mist da mache. Von daher würde ich das auf jeden Fall gleich damit beantworten, dass ich in meiner Freizeit gern sowas mache. Außerdem spiele ich natürlich gern Fußball, aber ich habe jetzt noch, ich spiele jetzt seit längerer Zeit nicht mehr im Verein. Und ja, aus Gründen, die kann ich vielleicht mal irgendwann erzählen, aber mittlerweile muss ich das gerade, glaube ich, nicht mehr erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon mal ein Video gemacht habe, müsste man mal nachgucken, aber ich glaube nicht. Aber erstmal zur ersten Frage, was willst du nach der Schule machen? Wie gesagt, eigentlich Tontechniker, aber da man das nicht direkt lernen kann, sondern dann auch wieder irgendwie in die Schule muss, irgendwie um das dann zu lernen, das ist nicht so einfach. Das habe ich jetzt gerade für eine Handbewegung gemacht, ich weiß nicht, oh mein Gott. Das Video ist wieder spontan wie nix, ich habe einfach gerade Zeit gehabt. Und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal eine Lehre als Werkzeugmechaniker machen und dann sehen, wie es weitergeht, ob ich das dann noch machen kann. Vielleicht gefällt mir das andere auch so gut, dass ich sage, komm, scheiß drauf, mach ich jetzt erstmal weiter und verdiene da mein Geld. Aber das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall sowas in der Art würde mich schon interessieren, aber das ist jetzt nicht so pressierend, sage ich jetzt mal, weil ich jetzt ja sowieso YouTube als Hobby habe und da hebt sich immer ein bisschen auf. Also auch wenn ich das jetzt nicht beruflich machen kann, habe ich ja trotzdem mein Hobby, wo ich das praktisch, wo ich meine Kreativität auslassen kann. Ja, und die zweite Frage ist dann, welchen Beruf strebst du an? Und das war, denke ich, dann auch die gleiche Frage, die ich gerade bei der ersten beantwortet habe, oder? Was willst du nach der Schule machen? Welchen Beruf strebst du an? Ja, ich glaube, das passt eigentlich. Das kann man damit schon sagen. Machst du mal wieder Omegle? Das ist eine ganz, ganz, ganz heikliches Thema. Und zwar, entschuldige ich mich erstmal dafür, dass ich mich andauernd verspreche, aber ich nehme es jetzt einfach so auf. Weil ich habe jetzt schon dreimal versucht, es aufzunehmen. Aber ihr kennt mich ja. Ich habe mir dazu keine Gedanken gemacht zu den Fragen, weil ich will es jetzt einfach schnell beantworten, damit ich mir nicht irgendwie im Kopf denke, ja, mache ich das nicht. Ich beantworte so, dann ist man wenigstens ehrlich, weißt du. Und ja, Omegle ist so eine Sache. Ich hätte es natürlich schon noch weitergemacht, aber da jetzt so viele Leute das gemacht haben und dann versucht haben, damit ja ihren Durchbruch zu schaffen, was sie teilweise natürlich auch gemacht haben, was ich etwas ekelhaft finde, weil ich meine, nur mit solchen Videos, die eigentlich, sag ich jetzt mal, nicht gerade wertvoll sind, wie soll ich sagen, wertvoll, inwieweit wertvoll, ihr wisst schon, was ich meine, so, ich meine, ihr Titten in die Kamera halten ist vielleicht nicht so das Schwerste, was man auf YouTube machen kann, überhaupt, ja, wenn man es nicht mal selber macht, also ich meine, die gehen da auf die Internetseite, nehmen das auf und schneiden halt nur, leider Gottes, es mit wenigstens, wie soll ich sagen, am textilfreisten, das wird halt dann reingeschnitten und das ist halt dann, weiß ich nicht, ich find's ekelhaft, ich
Ich weiß es nicht. Ich finde es halt traurig, dass man damit mittlerweile Erfolg auf YouTube hat, aber es ist halt so und deswegen werde ich wahrscheinlich im Moment keine solche Videos machen. Vielleicht irgendwas mal in der Art, aber mittlerweile werde ich da auf solchen Seiten nicht mehr verkehren, weil es eben auch nur noch pervers ist, muss man einfach so sagen. So, und ob sie sich schon mal gemeldet hat? Nein, hat sie nicht. Und ja, gut, alle, die nicht wissen, was gemeint ist, die müssen mal ein paar Videos zurück gucken. Da ist irgendwas mit Lavu. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken, falls ihr wissen wollt, was der liebe Larion da meint. Aber ich glaube, der weiß ganz gut Bescheid. Ich würde sagen, wir springen zur zweiten Frage. Und die zweite Frage ist vom Andi. Grüße an dich auf jeden Fall, Andi. Und der Andi schreibt, ich kenne dich zwar, aber fragen kann man trotzdem mal. Auf jeden Fall, warum denn nicht? Wird es ein 500-Abo-Special geben? Giveaway oder ähnliches? 10er PaySafeCard läuft wahrscheinlich, ne? Hat er damit wahrscheinlich gemeint. 500-Abo-Special ist so eine Sache. Eigentlich wollte ich in der Regel keine Special mehr machen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin gerade ein bisschen verballert. Jetzt kann man das überhaupt so sagen. Ich glaube schon. Das Video wird eh ewig dauern. Aber egal, ich beantworte es jetzt so lang, wie ich will. Und ja, 500-Abo-Special, ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird keins geben, weil erstens mal fehlt mir die Idee und ich will das nicht so hinrotzen. Und zweitens mal, ja, beruht es ja ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ich gebe mir schon sehr viel Mühe für meine Videos. Klar, für so ein Video jetzt gerade nicht. Aber das sage ich ja immer, Bescheid. Ansonsten aber schon, das wisst ihr ja auch. Und von daher wird es wahrscheinlich erstmal kein Special geben. Aber ich versuche mal ein paar spezielle Videos demnächst rauszuhauen. Wie auch das jetzt schon mal wieder eins ist, weil es gab es ja noch nie. Also das ist dann mehrere kleine spezielle Videos. Ist vielleicht besser als so ein Special. Gut, verschenken kann man immer, denke ich mal, was. Aber das Problem ist, da gewinnt halt eigentlich nur immer einer oder höchstens die nicht gewinnen, die haben halt höchstens irgendeinen Mist dann. Und das ist irgendwie komisch, weiß ich nicht. Das lohnt sich hier auch überhaupt noch nicht in der Größe. Ich halte von Gewinnspielen überhaupt nichts. Das ist gar nicht damit zu rechtfertigen, dass ich jetzt irgendwie nichts kaufen will und dann das irgendwie verschenken will. Ich finde es halt einfach nur irgendwie langweilig. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Special, 500-Abo-Special auf jeden Fall. Aber soweit nicht. Zumindest kein offizielles, wo 500-Abo-Special drin steht. Ja, das war soweit. Bedanken tue ich mich natürlich noch trotzdem noch, aber noch ist es ja nicht soweit. Die dritte Frage kommt von Mr. Margo 159. Der Margo kenne ich auch, jetzt zwar nicht persönlich, aber über den Teamspeak und deswegen grüße ich dich auch mal. Hallo, 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 hallo. Und der Mr. Margo hat gefragt, wie bist du so in der Schule? Und dazu kann man eigentlich nur sagen, dass ich mittelmäßig gut bin. Ich bin jetzt überhaupt keiner, der irgendwie... Ich mache halt irgendwie nicht mehr, als ich muss. Es ist halt so und ich krieg das auch nicht anders hingeschaltet. Aber ich komme durch und ich bin ziemlich zufrieden im Moment. Läuft also alles. Der Braxter fragt, findest du deine neue Klasse cool? Dazu kann man sagen, dass er in meiner Klasse ist. Ich meine, sonst würde sowas natürlich nicht fragen, schätze ich mal. Ja, habe ich deinen Namen überhaupt richtig ausgesprochen? Kannst du mir ja dann morgen mal sagen. Ist gerade voll komisch irgendwie, als würde ich mit dir telefonieren. Gut, findest du deine neue Klasse cool? Dazu kann man nur sagen, naja, also es ist so, ich sage mal so, wie soll ich das jetzt sagen? Ich mache mich so und so nicht beliebt, was ich wahrscheinlich sowieso schon nicht bin. Naja, also es ist teilweise natürlich schon cool, so eine neue Klasse, aber die Klasse... Naja, also es ist schwierig, würde ich jetzt bei Facebook beim Beziehungsstatus. Nee, es ist kompliziert, würde ich da reinstellen. Weil, es gibt so Leute da drin, die sind einfach nur blöd. Ne, das kann man jetzt mal so sagen, weil ich nenne ja hier keine Namen, also die sind einfach nur blöd. Aber ich glaube, das wissen die auch selber. Aber das sind so Leute, denen interessiert es einfach nicht. Also, juckt die da nicht. Aber es gibt natürlich auch dann ganz coole Leute und mit denen man sich auch unterhalten kann und dann natürlich auch mal in der Pause rumrennt oder sonst was macht. Also das ist rumrennt, also wie im Kindergarten. Nein, aber du weißt, was ich meine auf jeden Fall. Und ja, wiederum gibt es dann die Leute, die irgendwie auf schön tun, aber du merkst genau, dass sie dich überhaupt nicht leiden können. Warum die dann nicht gleich sagen, ey, pass auf, ich kann dir nicht leiden. Das müssen sie ja nicht sagen, aber warum sie nicht gleich die Fresse halten, bevor sie dann irgendwie auf schön tun und hintenrum merkst du ganz genau, dass sie dich überhaupt nicht leiden können. Aber juckt mich jetzt eigentlich auch nicht, weil kann man ja auch sagen, ne? Also ich lebe halt nun mal. Und wenn das jemand nicht passt, dann muss er es halt machen oder sagen oder mich einfach in Ruhe lassen. Das wäre das Einfachste. Ja, das war's zu der Frage. Ich denke mal, das ist ganz gut beantwortet und vor allem ehrlich. So, da haben wir einen Kommentar. Ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, aber der Frank
Wichmann fragt, cool, kannst du mich abonnieren? Abonnieren? Nein. Wie kommt man denn auf sowas, Alter? Wie kommt man auf sowas? So, liebe Leute, da haben wir jetzt eine Frage, die ist eigentlich ziemlich heikel, aber auch ein bisschen so wie die andere Frage. Und zwar wird hier gefragt, wie meine alte Schule ist. Nein, ob ich meine alte Schule vermisse. Erstmal Grüße an dich. Ja, natürlich vermisse ich die alte Schule. Ich meine, da war ich am längsten, längste Zeit war in dieser Schule und klar, es ist einfach eine andere Schule dann, wo ich jetzt bin und es ist einfach nicht mehr so die Gewohnheit und klar vermisst man die alte Schule, aber es war deutlich die bessere Entscheidung und ja, ich bin jetzt auch zufrieden, aber klar vermisst man die Schule, aber es ist halt einfach so und da kann man auch nichts machen. Ich glaube, das muss man halt einfach so nehmen, wie es kommt, das ist überall so, aber letztendlich, logisch, vermisst man die alte Schule und ich würde sagen, grüße auf jeden Fall die Klasse, ich weiß nicht, vielleicht sehen die das Video auch, ne, und ja, man sieht sich am Bahnhof. Die nächste Frage kommt von, wie alt bist du und welches Schnittprogramm benutzt du? Grüße mal bitte FIFA HD Gamer. Grüße an FIFA HD Gamer, hi. Ja, wie alt bist du und welches Schnittprogramm benutzt du? Ich bin 15, werde im April 16 und benutze Adobe, oder Adobe, ich weiß nicht, gibt es immer Leute, die Adobe sagen, Adobe Premiere Pro in der CC-Version. Nochmal auf Deutsch, Adobe Premiere Pro, CC-Version, das heißt in dem Abonnement, also es ist sowas, was man dann immer macht und kriegt. Wo man dann immer die neueste Version hat. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall Adobe Premiere. Oh, da haben wir so wieder so eine ähnliche Vermisst-du-Frage. Ich glaube, da können wir mal eine Serie machen. Vermisst du? Und zwar fragt der XXGuild12, Grüße an dich, kenne ich zufällig auch, wie ich immer so mache. Weißt du, so scheiß drauf. Nein, aber ich grüße dich auf jeden Fall. Und er vermisst die alten Freunde. Was? Der fragt, ob ich die alten Freunde vermisse. Klar, damit meint er wahrscheinlich die alten Freunde. Was? Ich komme mir gerade so blöd vor, was ich hier laber. Ja, naja, wie soll ich das jetzt erklären? Ich weiß nicht, ob man Freunde direkt vermissen kann. Klar, aber das ist jetzt schon eine Zeit her. Und ich würde sagen, wenn man sich wieder sieht, dann ist es doch, glaube ich, wieder das Gleiche. Klar, nicht so krass, ist man nicht mehr so krass dicke, wie man früher mal war, aber letztendlich sollte man sich doch trotzdem noch verstehen und ich glaube, das ist auch die Hauptsache. Also klar vermisst man das so, wie es früher war, aber das war halt abzusehen, dass es nicht so bleibt und es ist halt nun mal so in der Schulzeit. Da geht jeder irgendwann mal seinen Weg und ja, von daher, ich denke, wenn wir uns wieder sehen, ist trotzdem wieder alles in Ordnung und wir können uns trotzdem noch die Hand geben. Die nächste Frage kommt vom Jonas und er fragt, welches Mikro verwendest du? Ich verwende momentan das EFI, also EV, für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, RE302 oder 300, 320 müsste das sein. Link wirst du auch in der Beschreibung finden. Außerdem noch das Rode ND1A, habe ich vorher benutzt, nutze ich zurzeit nicht mehr. Der Justin fragt, oder sagt, dass er das mit dem Mikro war, also der Typ, der mir in der Toilette gefragt hat, was mein Mikro gekostet hat, alles klar. Und ob ich Videos mit meinem Abonnenten mache, hä? Verstehe ich nicht. Hä? Videos mit meinen Abonnenten? Und machst du auch Videos mit deinen Abonnenten? Nein. Nein, hä? Warum soll ich denn die Videos mit meinen Abonnenten machen? Hä? Nein, eigentlich nicht. Also, du hast einen YouTube-Kanal und dann kann man vielleicht mal drüber reden, aber warum? Weiß ich nicht. Aber eigentlich nicht, nein. Der Chris fragt, wie bist du auf den Gedanken gekommen, YouTuber zu werden? Ja, das ist eigentlich ganz einfach gewesen. Ich habe halt Gronkh geguckt und ich habe überhaupt schon ewig, ich glaube, machen mittlerweile schon seit 5-6 Jahren irgendwas mit YouTube, also mit der ganzen Materie YouTube. Der Andi weiß da auch noch Bescheid, von dem hatten wir vorhin einen Kommentar, ganz am Anfang circa. Und wir haben irgendwie Intros tagelang mit Blender erstellt, haben das hochgeladen. Ich habe
weiß ich nicht, solche Scheiß-Videos mit der Powercam, irgendwie, wie hieß die, das war so irgendwie so ein Programm auf dem Laptop mal, habe ich so eine Scheiße, so ein Hund synchronisiert, das war irgendwie lauter so zum Müll, aber ich hatte schon 1000 Millionen Kanäle und von daher habe ich schon ewig was mit YouTube in Verbindung gebracht, was, habe ich schon ewig Kontakt mit YouTube gehabt, irgendwie so, und ja, der Gronkh hat dann irgendwie den Knoten zum Platzen gebracht, wo ich dann gesagt habe, ja, ich will sowas auch machen, weil das ist der einzige YouTuber, der da überhaupt, denn das überhaupt nicht juckt, wie viele Abonnenten das er hat, und ist trotzdem irgendwie so, als würde er neben dir sitzen und mit dir gerade ein Video gucken und einfach mit dir über das Spiel reden. So ist es einfach, und ich wollte es auch machen, und vor allem war der Hintergedanke, eine Community aufzubauen, wo du dann auch irgendwie mal nachts einfach nochmal hier auf dem Teamspeak joins, die Leute freuen sich und können mit dir zocken, irgendwie sowas, weißt du, das ist aber dieses Community-Gefühl, das wollte ich einfach haben, und das ist einfach der Grund von, warum ich dann YouTuber geworden bin. Beziehungsweise einfach YouTube mach, kann man ja so sagen. Danke für die Frage auf jeden Fall. Und ja, da würde ich sagen, bevor ich umschalten wollte gerade, kommen wir zur nächsten Frage, falls es noch eine gibt, ich weiß es gar nicht. Nein, das war's schon. Ich sehe hier gerade ein anderes Bild auf meinem Desktop und das war's dann schon mit den Fragen. Ich danke auf jeden Fall für die ganzen Fragen, die reingekommen sind, und hoffe, dass wir... Das war nicht gut. Und hoffe, dass wir am nächsten Mal vielleicht auch nochmal ein paar Fragen zusammenkriegen. Beziehungsweise ihr könnt mir sowieso immer Fragen stellen. Oder ob ihr mal so eine... Habe ich mal so... Ah, genau, ich könnte eigentlich mal so eine Serie machen, die dann irgendwie alle 2 Wochen kommt. So irgendwie ist mir mal eingefallen, so in der Regel nicht so wie Monte das macht, so mit den aktiven Real-Life-Tipps, sondern klar, schon so irgendwie aufgebaut, aber nicht mit euren Problemen. Also ihr könnt die auch schicken, aber ich bin jetzt nicht so... Ich denke jetzt nicht so, dass jeder von euch die krassen Probleme am Start habt. Also ich meine, so viele Leute sind wir ja noch nicht. Und ich glaube nicht, dass da jeder von euch krasse Probleme am Start hat. Aber ich glaube, man könnte da trotzdem mal sowas machen, dass ihr mir einfach so zu Themen irgendwas fragt. So, hey, was hältst du da und davon? Oder wie findest du das und das? Oder was soll ich machen? Wie findest du das und das, die Entscheidung? Oder das? Das fände ich ganz cool. Falls ihr da drauf Bock habt, könnt ihr da auch mal einen Kommentar zuschreiben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich dann mal ein Gaming-Video sein. Oder dann vielleicht, ja, wie gesagt... Hoppala, ich fast fallen lassen. Hier mit der hübschen Kamera mal was sein. Vielleicht, man weiß es ja noch nicht. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein und tschüss.